Sieh zu, dass du deinen Saftarsch herbewegst, Heres. Wie, ob ich Arzt bin? Das 16er Mini-Pack Hähnchenfilet-Schnitzel vom Bofrost. Auf die Cent-Angabe genau. Derjenige, der von allen anerkannt wird, der wird Generalleutnant. Das wollen sie wirklich machen? Natürlich. Damit knicken sie den aber ein. Das wissen sie. Nein, das tue ich nicht. Ich bin auch ein guter Bundeswehrsoldat als Oberst, als Major, als Soldat, sonst was. Ich bin ein Spaßvogel, ich bin auch ein Klassenclown. Aber hier bei der Bundeswehr habe ich auch in den letzten Tagen oder auch in den letzten Wochen habe ich immer gute Arbeit geleistet. Aus meiner Sicht und ich denke auch aus anderer Sicht immer eine gute Arbeit geleistet. Danke, dass du mir heute so beiseite standst. Nennt sich Kameradschaft. Korpsgeist. Haben Sie schon einen Streifenpartner? Noch nicht. Sind Sie schon mal Hammer gefahren? Noch nicht. Dann wird das erste Mal. Ich glaube, Harry Mass ist da. Deswegen will ich ja weg. Moin, Mast. Ja, moin, moin, hey, Hort. Hallo, Herr Mast. Wie geht's Ihnen denn heute? Naja, ziemlich beschissen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin aufgestanden, aber dann kurz nochmal 20 Minuten angenickt, einfach so. Ich fahre mit den Holgersen jetzt auf Streife. Dann viel Spaß, Mast. Danke, bis später. Achtung, in den Kurven fährt er sich wie eine Milchtüte. Oh, oh. Warum stehen Sie auf der Straße? Und die Pistole aus Pistole weg. Pistole? Oh, Mierda. Ich wusste das nicht, Hermanus, tut mir leid. Ja, trotzdem aber die Hände hoch. Ach, Mierda, das war nicht mit Absicht, Hermanus. Ja, dann haben sie halt aus Versehen jetzt gerade eine Straftat begangen. Haben sie einen Waffenschein? Sie, ich habe einen Waffenschein, der liegt bei sie Herrn haben Toast. Einen Waffenschein. Der liegt bei Herrn Toast. Ich bin Mr. Bitcoin. Mr. Bitcoin, Sie haben keinen Waffenschein. Ich habe ihn 100% nein, bestätigt nein. bekommen. Sie? Nein. Nein. Ich frage mal kurz die Pol an, dass sie den Problem erst nachgucken können. Weil wenn er bei Herrn Toast liegt, dann ist er auch schon eingetragen. Ja. Sie sind doch schon wieder in Scheiße verwickelt. Sie haben eine Pistole und Sie haben keinen Waffenschein. Hören Sie zu, Mirda. Das Einzige, was ich wollte, ist verdammt mein verkacktes Auto holen, weil es jedes Mal in einer anderen Garage ist, Mirda. Ich weiß nicht, wo. Bitte nicht schreien. Das ist alles nur ein Missverständnis. Dann bräuchten wir einmal eine Streife am Würfelpark, bitte. Den haben wir mit einer Waffe aufgegriffen. No, Hermanus, macht jetzt nicht diesen mit mir. Und ich müsste sie dann gleich auch nochmal durchsuchen. So. Hermanus, ich habe nichts verbrochen. Gleich nach vorne beugen. Ja, eine Pistole ist dabei. Lassen Sie das, Mr. Bitcoin. Sie haben gesagt beugen. Lassen Sie das. Ja, die Pistole werde ich jetzt konfiszieren. Okay. Aber sonst ist nichts dabei. Guten Abend. Moin, moin. Guten Abend. Das ist der Mr. Bitcoin? Laut eigener Aussage ja. Er hatte, stand hier auf der Straße. Wir haben angehalten, zu fahren, wo man auf der Straße steht. Dann ist uns aufgefallen, dass er eine Pistole in der Hand hält. Was ist das genau für eine Waffe, Herr Hort? Eine normale Pistole. Eine normale Pistole. Dann wissen wir beide Bescheid und können ihn dann diesbezüglich auch schon aussehen. Eine sehr alte. Das ist aber, sie liegt mir was mehr. Die habe ich aus Kolumbien mitgebracht. Ach so. Schießt sie denn überhaupt noch richtig? Oh, Mierda, gerade und perfekt, Mierda. Ich öle sie jeden Tag ein. Bitte tun Sie das wenigstens, bis ich sie abhole. Ich mag die Pistole. Was ist, wenn ich Ihnen jetzt einen Tritt gebe? Dann kommen Sie nicht zur Garage. Das stimmt. Dürfen deswegen Sie fahren, aber in die falsche Richtung, nehme ich an. Sehe, das denke ich auch. No problem, Hermanos. So, dann kommen Sie bitte einmal kurz auf die Seite, dann gebe ich Ihnen das Bußgeld. Gut, dann verabschieden wir uns. Gut, Herr Hort. Muchos gracias, vielen Dank und passen Sie auf dieser Stadt auf Sie, Hermanos. Alles klar, schönen Dienst noch. Ciao, ciao. Ich habe gerade einen Holger verstanden. Was für einen Holger? Ich glaube, da sitzt ein Holger. Hi, Oh, Telefon, wenn jetzt. Moin, Mast, mein Name. Spreche ich da mit der Schuldenhilfe? Moin, Mast. Ach, Herr Hoher, tut mir leid, ich habe mich verfehlt. Tut mir leid. Ich wollte die Schuldenhilfe anrufen. Warum denn? Ich habe mir ein Heli für 4 Millionen gekauft. Aber Sie haben doch gar keine 4 Millionen, Herr Mast. Da ist ja das Problem. Herr Mast? Herr Hoher, ich habe gerade aus dem Ding mit der Uzi geschossen. Ich bin jetzt hier bei den Lost MC, bei dem Metallica-Fan. Ich habe hier gerade aus Versehen mit der Uzi geschossen. Ich kläre das kurz. Ich komme mal kurz hin. Bis dann. Herr Mast hat einen Fehler begangen. Der ist bei dem Lost MC und der hat da jetzt irgendwie gerade mit einer Uzi rumgeschossen. Versehentlich. Ja, Sonderwegerechte frei dahin fahren. Das muss ich jetzt mit dem Lost MC klären. Ja. Ist er hier? Och du meine Güte, da liegen die. Ist das normal? Da ist auch ein Sanitäter. Was ist hier passiert? Wir haben von einem von unseren Leuten erfahren, dass er wohl hier irgendwie rumgeschossen hat. Ah ja, Mast, der hat ja sein Auto rausgeballert mit der Uzi. Verletzte? Keiner. Nee. Der da hinten ist mit dem Motorrad aufs Maul. Hort an Mast. Herr Mast, kommen Sie bitte hier einmal zum Tor, ja? Was für ein Tor? Ja, ich bin doch hier jetzt beim Lost MC mit dem Holgersen. Ich komme mit dem Heli. Aber Vorsicht, ja? Okay, Herrn Mast ist jetzt auf dem Weg. Ach, wieso müssen wir das denn jetzt mit... Ist das schon alles geklärt jetzt? Oder? Ach so. Und dann sagt er... Dann soll Mast an die Stelle kommen. Metallica Fanclub und so eine Scheiße. Das macht er jedes Mal. Und dann sollen wir ruhig sein, ja. Und dann gibt es noch ihren Kollegen, der lacht. Ich finde es nicht lustig. Ich finde das auch nicht witzig, ganz ehrlich. Der hat Schnupfen. Ja, also, ich kann mich für den Kollegen entschuldigen. Ja, er kann ja schon nicht tun. Ja, merke ich. Jetzt muss man Brust klopfen. Und dann gucken wir mal, was in Sam nach kleinen
aus die Birne so ein bisschen rumfliegt da. Guck mal. Nett. Vielleicht mal zur Vernunft bringen. Ich kann nur sagen, ich gebe mein Bestes. Na, ich denke mir mal, der ist als Kind öfters mal auf den Kopf gefallen, denke ich. Ja, auch das Gefühl. Ja. Dann haben sie 8-mal hochgeschmissen, 3-mal aufgefangen, denke ich auch. Das ist wirklich bei, das ist gesagt, bei, das ist beim Harry echt passiert. Okay, alles klar, gut, das kann ich mir vorstellen. Gut, wir klären das. Ansonsten euch einen schönen Abend. Ja, nicht so wenig Sorgen. Klar, gleich so. Aber ist mal hallo, das ist Standard. Der Igel liegt auf dem Rücken. Der Igel liegt auf dem Rücken. Ach du meine Güte. Oh, nee. Wie schaffen die das immer? Herr Mast, wie ist denn das passiert? Moin, moin. Moin, ich weiß auch nicht. Also, Herr Braun ist gefahren. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es passiert ist. Wo ist denn der Heli? Ich weiß nur, dass der Igel auf dem Rücken liegt. Und wo ist der Heli? Ja, den wollten wir jetzt erstmal nicht. Wir wollten ja schnell kommen. Wir waren ja schon beim Heli. Achso. Ja, Igel heißt aber Heli. Ja, ich meine mit Igel, Deutsch-Igel. Also Hedgehog, müsste ich ja dann sagen. Der Hedgehog liegt on the back, on the Rücken. Von wem haben Sie das Talent, so viel zu reden und nichts zu sagen? Ich weiß nicht. Ich habe also... Sagen Sie nichts Falsches, Mann. Ich bin einfach ein weiser Mann. Eine alte Seele im ruhigen Körper. Wir machen mal eine kleine Challenge. Bis der genau ADAC das Gegenteil kommt, von Ihnen. Bis der ADAC kommt, halten Sie bitte die Klappe. Schaffen Sie das? Das kann ich nicht. Wollen wir eine Tipico-Wette drauf machen? Sie haben schon verkackt. Ich bin ja mein Oropax. Wo habe ich denn meinen Oropax? Da, ich meinen Oropax. Ach, Sie stecken die jetzt erst rein? Oh. Kriegen Sie dann nicht Probleme mit Ihrem Gehör, Herr Holgersen? Ich meine, Sie sind ja eh schon wegen dem Alter ein bisschen angeschlagen. Sie wissen, dass Oropax nur dämpft. Wie meinen Sie das jetzt? Dass ich Sie verstanden habe. Ist das denn schlimm? Kommt drauf an, für wen? Ja, aber ein alter... Sie wollen doch bestimmt mal befördert werden. Ein alter Körper... Ja, na klar. Der ist so. Und beißt man in die Hand, die einen füttert? Was? Beißt man in die Hand, die einen füttert? Nee, man reißt sie raus, mitsamt der Schulter. Sie können keine normalen Antworten geben, oder? Exakt. Ich drehe mich mal um, ich will das nicht sehen. Das ist nur ein BMW, Holgersen, wie viel, alles gut. Wie viel Sehkraft haben Sie eigentlich noch, Herr Holgersen? Wie bitte? Wie viel Sehkraft Sie haben? Ich meine, Sie haben ja schon eine Brille auf. Im Gegensatz zu Ihnen kann ich noch auf beiden Augen gucken. Wenn Sie noch ein Wort sagen, dann sind Sie komplett blind. Zumindest vorerst. Blind? Ist nur der Blindes tut. Ich habe kein Problem damit, Sie vor Ort und Stelle dienstunfähig zu machen. Um es genau zu sehen, ich habe 120%. Na und, ist doch schön. Und jetzt, was war daran jetzt, Mobbing oder so? Weil diese Frage etwas impliziert, genauso wie meine Frage nach dem Alter vorhin. Holger, wäre ich wirklich respektlos gewesen. Hätte ich, nachdem Sie mir so eine Ansage gerüttelt hätten, gefragt, ob ich Kevin Wolter anrufen soll, ob Sie da Hilfe brauchen. Aber habe ich nicht. Wer ist das? Nicht Kevin Wolter, hier, wie heißt der? Nee, Carsten Stahl. Stahlhart gegen Mobbing. Den hätte ich dann angerufen. Aber das wäre jetzt ein bisschen respektlos gewesen. Deswegen habe ich mich nicht. Wenn Sie mich mobben können, sind Sie schon lange aus der Bundeswehr raus. Ja, aber Sie haben ja das gerade erwähnt hier, dass ich Sie ärgere. Nee, das wollen Sie mir. Sie sind respektlos. Das ist ja, ein Unterschied. Ja, und dann wollten Sie mir eine reinhauen. Ärgern Sie mich nur, wenn ich mich ärgern lasse. Reinhauen tut nur jemand, der in die Ecke gedrängt ist. Und in die Ecke drängt, nennt man Mobbing. Doch, reinhauen tut jemand, der Konsequenzen verteilt. Kann sie auch degradieren, aber ich glaube, das ist dann zumindest auf langwierige Sicht für Sie ein größeres Problem. Also ich würde eher eine Beförderung nehmen. Unter den Umständen? Ich habe ja die letzten Tage super viel gemacht, ich war super freundlich und ich bin ja auch zu Ihnen freundlich. Also ich finde, wir verstehen uns einfach gut, Herr Holgersen. Ich finde, die Chemie passt einfach. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Oh. Ist er tot? Bitte lass ihn aufs Maul gefallen sein. Mast, tut mir leid, tut mir leid. Telefon. Alles mein Wecker. So, ich hab den kurz ausgemacht. War nur eine Erinnerung. Für was war das denn bitte eine Erinnerung, Herr Mast? Das sage ich lieber nicht, sonst ist Herr Holgersen böse. Sagen Sie's. Ja, ich wollte jetzt eigentlich auf ein Bingo treffen. Nein, das war ein Witz. Das war ein Witz. Ich hab mir nur einen Wecker gestellt, dass ich meine Tabletten nehme. Bitte nehmen Sie Ihre Tabletten. Ist denn die Tabletten bewirken das, was Sie gerade machen? Oder grundsätzlich machen? Nein, Halsschmerztabletten. Halsschmerztabletten. Ja, dann dürfen Sie Lemon. Die nehmen. So mit Zitrone, die betäuben so ein bisschen den Hals einfach, dass es nicht so wehtut. Weil es wäre auch ein bisschen weniger redende Maßnahme, dann ist er nicht so gereizt. Ich habe gestern 8 Stunden lang Mundharmonika gespielt, deswegen ist es gereizt. Meine Nachbarn tun mir leid. Ich habe die auch dabei, also ich kann Ihnen jetzt was vorspielen. Nein. Ich würde ganz gerne was hören. Nein. Ja, dann können Sie sich gerne irgendwo einschließen und das gemeinsam dann durchproben, aber bitte nicht in meiner Anwesenheit. Was soll ich Ihnen jetzt geben? Die Waffen, die nicht den Dienststandards entsprechen. Gut, ich gebe Ihnen meinen Feuerlöcher. Und die Uzi? Die Uzi ist genehmigt. Sie geben mir alle Waffen, die nicht den Dienststandards entsprechen, oder ich lasse Sie jetzt sofort in den Dienst. Ist der Toast im Dienst? Er ist nicht im Dienst. Können Sie mir eine SSL? Sie händigen mir jetzt sofort. Ja, ich bin noch dabei. Komm runter.
immer mit der Ruhe. Sollte Holger das okay gehen, dann bekommst du diese Waffen auch wieder zurück. Karabinergewehr? Normale Karabiner, ja. Spezialkarabiner? Sie haben beides. Ich habe beides. Oh, Generalleutnant Horst, ich grüße Sie! Herr Sentenza, Sie dürfen sich rühren. Sie... Aber noch den Generalleutnant Holgers, ich grüße Sie auch. Moin, moin. Guten Abend. Dann einmal die Karabiner. Moment. Ich habe gesagt, bitte warten. Bitte warten. Alles mit der Karabiner aussendigen. Beide oder nur die Spezialen? Die normalen. So die normalen. Haben Sie noch was dabei? Ich guck mal kurz nach. Ich lese Ihnen das. Ich habe jetzt hier mir alles aufgeschrieben auf meiner Karteikarte. Ich führe ja Akte, was ich in meiner Tasche habe. Ich habe hier noch eine Pistole, eine 50er. Ich auch. Welche Nutten ich gestern gefickt habe. Der Sentenza. Was? Ich bitte Sie um Ihr loses Mundwerk. Wenn Sie jetzt Ihr Maul nicht halten, dann können Sie definitiv hier wegtreten. Können wir dann Kappen tauschen, Herr Holgersen? Also Herr Sentenza und ich? Nein. Was zum Teufel? Ach, nein. Okay. Kampf-PDW? Auswendigen. So, bitteschön. Mhm, weiter. Ja, warten Sie, ich schreibe mir das alles auf. Ich bin ja nicht doof. Ich schreibe mir das alles auf. Ich führe Liste. So. Wie gesagt, Pumpgun, Spezialkarabiner, Taser, Leuchtpistole, Feuerlöcher. Die sind genehmigt. Ich kläre das, wie gesagt, mit dem Herrn Tost ab, dann kriegen Sie im Zweifel diese Knarren wieder. Eine Bitte hätte ich aber noch. Können Sie mir eine geben? Also nicht eine, die ich Ihnen gegeben habe, sondern eine von der Bundeswehr. Ich hätte nämlich gerne meinen Bullpup wieder. Das hat nämlich der Herr Kompostimus. Ich habe ihm das gegeben im Kampf, der hatte keine Waffe. Ich hätte den wieder, das Bullpup-Gewehr. Wenn das okay wäre, Herr Holgersen. Weil es gehört ja zu den Dienstwaffen von der Bundeswehr. Dann gehen Sie schon mal in die Waffenkammer. Ich werde schon mal kurz in die Sentenz, was er von mir wollte. Ich hoffe, meine Ehrlichkeit war Ihnen ein Beweis, dass wir eine gute Chemie haben. Was steht denn heute an? Sehen Sie uns zusammen mit den Herrn Mast zusammen auf Streife? Könnten wir machen. Aber Mast fährt. Mast fährt? Ich habe noch keine richtige Begrüßung von Ihnen bekommen, oder? Als Igelwebel? Ja, Mensch. Es ist wie unhöflich von mir. Ich sammle mich in der Igelposition mit Salut. Herr Generalleutnant Hort, ich grüße Sie. Herr Sentenza, Sie dürfen sich rühren. Dankeschön. Hey, du da mit deiner Mütze. Komm mal hier. Ja. Ja, was gibt's? Was ist eigentlich falsch mit dir? Was soll denn falsch mit mir sein? Hast du deine Haare gefärbt? Nee, meine Haare sind nicht gefärbt. Wieso hast du einen braunen Bart und eine blonde Haare? Der Bart, der ist gefärbt. Ach, der Bart ist gefärbt. Deswegen nuschelst du auch so. Ey, was soll denn das jetzt heißen? Hast du irgendwie einen Twitch-Kanal? Der heißt Chef Strobel, zufällig? Also das, da, spielst du Clash Royale, heimlich? Nee, also da hört sie noch irgendwann auf mit dem Spaß. Ja, Clash Royale, heimlich im Bett. Obwohl deine Freundin poppen will. Habe ich einen wunden Punkt getroffen, ne? Nee, also das ist, da gibt's irgendwo Grenzen. Okay. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Perfekt, gut. Machen Sie es gut. Perfekt. Der geht heute Abend ins Bett und betet erstmal. Herr Mast, ich muss schon sagen, ne, wenn Sie schon kein guter Soldat sind, ne? Meine Rhetorik ist unglaublich gut. Das nennt man auch psychologische Kriegskunst. Das können Sie. Wer ist das denn da hinten? Ach, denn da so ein Mist. Was soll denn das? Ich rausziehe hier. Wer ist das? Was ist deine Mission? Ich werde jetzt den dicken Revolver auspacken. Mein Freund. Was? Ich ist er weg, Alter! Eine neue Position! Ein BMW von uns wurde geklaut und es wird auf mich geschossen. Ach du Scheiße, gleich hier alle Verfolgung aufnehmen! BMW! Warten Sie kurz. Alle einheiten zum Baumarkt! Los! Haben Sie ihn gefunden, den BMW? Der hat uns gerammt und wir sind hier rein und dann haben wir auf ihn geschossen. Ja, immer noch flüchtiger BMW! Schießwürdiger BMW auf dem Boden! Das war Herr Schied. Das weiß ich doch, der ist aber so dämlich und glaubt das noch. Ach so. Ja, der denkt, das war ein geklauter BMW. Oh Mann, oh Mann. Was? Herr Sentenza? Das Krankenhaus weiter! Er hat schon wieder geschossen. Was stehen wir hier? Herr Mast, haben Sie vielleicht Ihre Mundharmonika dabei? Herr Sentenza, Sie werden da hinten auf der Rückbank ein bisschen wild, kann das sein? Ich werde hier ganz hibbelig schon. Ich muss unbedingt die bösen Buben schnappen, Alter. Sie brauchen ein bisschen Auslauf, oder? Ich habe Druck, richtig Druck. Ja, ich habe eine Spritze Ritalin dabei, falls zu viel wird, Herr Sentenza. Das wirkt aber leider nur entgegengesetzt immer.
Da ich ja nicht an, an einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leide, wirkt es dann halt pushen. Das macht mich dann noch... Herr Mass, waren Sie mal mit der Mundharmonika beim Supertalent? Nee. Sehen Sie sich da, dass Sie da mal hingehen? Ich habe Dieter mal angerufen, der meinte, ist nicht. Hat er gesagt, das ist nicht dolle? Ich kannte ja Dieter. Ach so. Dieter kannte ich vom Bohlen damals, ne? Wie? Das ist er doch. Ja. Hä? Was? Ist doch Dieter Bohlen. Ja, den Bohlen. Dieter von Supertalent. Ja, ich kannte den vom Bohlen damals. Von Bohlen? Ja, vom Bohlen. Bowling. Ach so, ja. Aber ja, ich war verwirrt, weil der heißt ja Bohlen. Hat er zur Bundeswehr? Magst du auch die Lieder von der Kamp? Hat nicht bekommen? Wie, welchen? Ihr habt gar keinen bekommen? Oh, du weißt, HVP. Was, hast du keinen Dispatch rausgeschickt? Doch. Was, die haben gesagt, die haben keinen. Oh, 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 oh. Jet Set. Wow, das ist gleich richtig Jet-Set, Alter, wenn ich... Mast. Herr Sentenza, geht's Ihnen gut? Du hast kein Dispatch rausgeschickt. Hab ich. Er hat gesagt nein. Doch, hab ich. Das wird eingelagert und dann kann der... Ein Smart! Oh, ja, den brauchen wir. Schnell! Ich glaube, wir haben den Smart verloren. Das glaube ich auch. Wo fahren Sie hin? Ich dachte, vielleicht ist er hier. Hinter uns kommt jemand angeballert. Oh, der ist viel zu schnell. Anhalten! Und mal runter da von einer Dreckschlummer. Was hast du da für einen hässlichen Helm an? Da wäre ich ja ganz wütend. Und mein Kollege Sentenza reibt sich auch schon die Arme. In der Nähe von Herrn Sentenza wäre ich auch ganz wütend hier. Ich glaube, es geht los. Was hast denn du für eine Friese? Sind wir in 2018? Herr Sentenza, da müssen wir was machen. Ja, natürlich müssen wir hier was machen. Ja, aber einiges ist hier los. Ja. Wie kommt es eigentlich, dass du hier in der 30er-Zone über 100 rumballerst? Sorry, ich habe vorhin gesehen, wie ein Auto... Sorry, kannst du dir auf die linke Arschbacke schreiben. Ich brauche erste Hilfe deswegen. Bruder Herr, was haben wir denn hier schön für ein schickes Modell? Ja. Das billigste, was es gab. Wo ist denn das Kennzeichen hier? Herr Sentenza, sehen Sie das? Der Auspuff ist ganz schön groß. Ist der angemeldet? Hat der TÜV die Papiere? Aber ich dachte, das Ding wäre billig. Können Sie sich dann so einen dicken Auspuff leisten? Der war standardmäßig dabei. Ist standardmäßig? Der ist ja ganz wütend. Hallo, Jungs! Entspannt euch. Führerschein her hier! Zum dritten Mal jetzt! Und auch einfach eine Sicherheitsfrage. Herr Kollege, wie heißen Sie? Ich heiße David Bollack. David Bollack, wie viele Affenarten gibt es? Das weiß ich nicht. 363. Schreiben sich das hinter beide Ohren. 363. Oh, haben Sie das gerade gesehen? Ja, das wird so kick. Ja. Ja, und woran liegt das? Weil ich zu schnell gefahren bin? Nee, wenn ich noch einmal sehe, dass du einen rostigen Ständer dran hast. In zweierlei Hinsicht. Ich kann. Rappelt's hier, Junge. Echt, macht mich so sauer. Herr Sentenza, haben Sie ein Kreuzworträtsel da, aber ich brauche ein Schnell. Sehen wir mal ab, aber seht zu, dass du jetzt hier Land gewinnst, Alter. Alles klar, vielen Dank. Ich bin heute noch gut drauf. Das nächste Mal zündet sie, aber richtig. Schönen Abend noch. Ich hoffe, das Ding fährt noch. Ich kann nicht mehr. Ich werde ganz hippelig. Herr Sentenza, beobachten Sie mir das, wenn ich den Gang Stützen dran zu bauen. Fahren kannst du auch nicht, hat man ja gesehen. Guck mal, wie der startet. Der ist ganz wackelig. Das gibt's ja nicht! Oh, hinterher! Mein Freundchen, stehen bleiben. Harry Winchester. Harry? Harry. Was raus da jetzt? Ich hab geguckt, ob das Reiseprofil noch groß ist. Okay. Jungs, ihr könnt ruhig machen. Ja? Gut. Ich bin da nicht. Ihr könnt da ruhig euch ausprobieren. Ja, gut. Was haben wir denn falsch gemacht, Freundchen? Ja, er ist direkt vor mir die ganze Zeit Slalom gefahren. Ich wusste nicht, was sein Plan ist. Deswegen bin ich einfach ihm vorbeigefahren. Ja, und dann denkt man sich einfach mal, ballern wir mal hier so ein bekloppter Strauß in der Sahara vorbei, oder was? Ja, aber muss ich ihn ja überholen. Mensch, so eine Leute wie euch, die machen mich richtig bussig, du. Nur mein Freund, heute gibt's mal dick Bußgeld für sowas. Können wir machen. Ja, können wir nicht nur machen, das machen wir auch so. Machen wir so. Erstmal Bußgeld und dann schauen wir weiter. Machen wir so. Ich hab heute nicht richtig Lust. Okay. Verstehen Sie? Ist okay. Verkehrsschilder nicht beachtet. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Haben Sie die heiligen drei Gegenstände dabei? Muss ich gucken? Ich glaube, ich war gerade geil. Ja, ich habe nur noch die Warnweste und das Warndreck. Zählt aber nicht in Ihrem Rucksack. Wieso zählt das nicht? Nee, das muss immer im Auto sein. Da sagen die Kollegen von der Polizei was anderes. Ja, sind wir die Polizei? Nee, aber... Nee, aber ich sag ja nur, dann müssen Sie sich mal abstimmen. Ich muss mich gar nicht mit irgendjemandem abstimmen. Sag mal, rappelt's oder was?
Junge! Na, beim Staat soll es ja schon einheitliche Regeln geben, ne? Kann ja nicht der eine so und der andere so. Wir sind über dem Staat. Wir sind oben. Herr Hort sitzt neben Zeus, mein Freund. Denke ich nicht. Wenn der mit dem Blitz runterschießt, dann qualmt dein Arschloch, mein Freund. Das denke ich auch nicht. Denke ich aber wohl. Denk wenn du nicht nach Hause laufen willst, dann parierst du jetzt hier, mein Freund. Okay. So. Ich glaube, das ist der Geisterfahrer auch nochmal wert, mein Freund. Und gefährliches Fahrverhalten. So. Jetzt warten wir noch auf Herrn Mast, bis er das Auto kontrolliert hat. So. Schauen Sie sich das Auto jetzt mal an. Ja, was ist damit? Hier, komm her. Ja, ich seh's doch, was denn da? Komm rum hier, mein Freund, du siehst gar nichts von da. Vorne, ja. Scheinwerfer funktioniert einer nicht. Ja, der hier. Ja. Die fahren mit einem untauglichen Fahrzeug. Ich glaube, Ihr Kollege fährt mit einem untauglichen Fahrzeug im Straßenverkehr. Der Kollege hat gerade die Bremse getestet, mein Freund. Wollen Sie irgendwas unterschreiben? Ja, aber dass da hinten niemand gefahren ist. Da werde ich richtig fuchsteufelwild, werde ich hier bei so einer scheiß Dreckskarre, Mann! Jetzt haben steig sie ein hier und seht zu, dass du von Danne kommst! Es sind dann so, sie haben der Karre den Reis gegeben. Die ist jetzt nicht mehr fahrtüchtig. So, wir sind hier fertig. Rufen Sie einen scheiß ADAC, dann sehen Sie zu, dass ihr wegkommt. Herr Winchester? Gesagt, dass das Auto verkehrsuntauglich ist. Wie viel wollen Sie jetzt für den Bugatti haben, also so für kaputt? Wie? Was meinen Sie? Ja, kaputt ist ja jetzt ein bisschen weniger wert als... Der ist unverkäuflich, der ist ungebraucht, der ist unverbraucht, den kann man ja nicht verkaufen. Ja, doch, wie viel wollen Sie? Nee, also leider... 6 Millionen. Ich kann leider keine, guten Gewissens, leider keine kaputten Autos verkaufen. Aber Herr Winchester, mhm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kann ich Ihnen noch mit irgendwas behilflich sein? Ja, mit dem ADAC. Ach ja, den müssen Sie selber rufen, der Gulasch macht mich nicht. Tut mir leid. Also alles aus seinem ADAC rufen kann ich. Hast reines Bremsentestmast. Kameraden, ich melde mich für heute aus dem Dienst ab. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Danke, Herr Sentenzer. Bis morgen, ja? Herr Hort, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich Ihnen auch. Herrn Hort meldet sich außer Dienst.